Hallo liebe Leute und ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von GTA Vice City. Das letzte Mal haben wir zwei Missionen bei Phil Cassidy mitgemacht, seine zwei einzigsten Missionen. Das waren unter anderem der Waffenschieber. In dem ging es darum, dass wir die Waffenlieferanten von einem Mexikaner mal entwenden oder eher gesagt die Leute ausschalten und die Waffen quasi zu unserem Inventar mit hinzufügen. Und danach folgte natürlich die Mission TNT Whiskey, in der wir natürlich stilvoll mit gesehen haben, wie Phil Cassidy seinen Arm mit verloren hat, auch wenn wir quasi in diesem Clip einen Filmfehler mit hatten, denn dort wurde natürlich gezeigt, wie Phil Cassidy seinen rechten Arm mit weggesprengt hat, währenddessen dann in der zweiten Szene, als wir Phil Cassidy beim Arzt mit abgeliefert haben, seinen linken Arm weggesprengt wurde oder beziehungsweise weg war. Und in GTA 3 haben wir dort Phil Cassidy schon mal mit kennengelernt, als er dort ja schon seinen linken Arm längst mit verloren hatte, auch wenn es quasi dort im Einsatz, was weiß ich wo war, spielt aber jetzt keine großartige Rolle. Und das Ding ist natürlich, wir haben halt eben dann durch diese Mission einen ordentlichen Boost an Waffen mitbekommen. Unter anderem haben wir auch hier eine schöne Gatling-Kanone. Diese Gatling-Kanone, gut, man sagt eigentlich auch häufig einfach nur Minigun mit dazu, aber ich finde Gatling-Kanone als einen viel besseren Begriff, weil diese Waffe, Imbar, wer diese mit designt hat, ist ein Gott. Die wird natürlich heute einen großen Punkt mitspielen. Und ich stehe natürlich dann dementsprechend hier bei diesem Versteck. Also, was man natürlich auch schon längst mit dem Titel sehen kann, ist auch hier heute Tagesprogramm. Man muss natürlich nicht unbedingt von diesem Verstecker hier mit starten. Man kann auch anders sich einen Panzer mit besorgen. Aber ich finde, hier kann man das so am besten mit zeigen, weil so mache ich das quasi mit immer. Wenn du unter anderem gerne mit wissen möchtest, welche weiteren Verstecke hier man noch mit regulär kaufen kann, dann check mal rechts oben dir diesen Partner mit aus. Dort wirst du quasi mit den weiteren Sachen gerne mit bedient werden. Ziel ist es natürlich quasi heute, einen Panzer zu bekommen, weil somit möchte ich natürlich ja dann noch hier die Bürgerwehrmission noch mitmachen. Zu den Bürgerwehrmissionen ärgern natürlich auch über die Strategien der Polizei hier in Vice City, gehe ich natürlich dann hier mit ein. Wir müssen aber zunächst noch ein paar Vorbereitungen betreffen. Denn wenn wir natürlich auch dieses Gebäude hier mit kaufen, steht natürlich dann immer hier random irgendein Zivilfahrzeug. Was für eins spielt natürlich jetzt so in erster Linie keine so großartige Rolle. Hauptsache ist, dass wir hier in diesem Paint and Spray Shop dann dieses Fahrzeug schon mal vorschriftsmäßig schon mal hier mit reinstellen, weil das wiederum ist natürlich schon mal der erste Schritt, der mit benötigt wird. Und jetzt ist natürlich hier der im Helikopter mit gedespawnt, aber okay, gut, das können wir auch anders mitgestalten. Dann nehmen wir uns einfach hier gleich mal diesen Helikopter wieder mit. Es startet zwar jetzt hier die Mission Vice Point Heli Checkpoint, aber auf die bin ich jetzt nicht wirklich scharf. Was jetzt generell ist, ist auch mit dieser Mission mit auf sich hat, also Nebenmission, dazu werden wir auch zu einem späteren Zeitpunkt mitkommen, die ist jetzt weniger von Bedeutung. Wichtig ist halt eben nur, dass man hier oben auf dieses Dach mitkommt. Man kann halt eben zwar auch auf das Dach mitkommen, indem man ganz nach vorne geht und halt eben dann hier nach oben steigt. Also das ist dann auch diese Mission gewesen von Die Jagd. Aber dann passiert es natürlich im schlimmsten Fall, dass dann das Fahrzeug hier mit gedespawnt wird. Und deswegen ist es halt eben dann von Vorteil, wenn man sich hier gleich noch einen Helikopter gleich mit krallt, weil somit hat man dann weniger Stress. Also zunächst fangen wir damit an, dass wir natürlich hier einen Cop erst einmal attackieren, beziehungsweise ihn auch gleich mit killen, weil somit kriegen wir natürlich instant schon mal 2 Sterne mit. So, also währenddessen ich natürlich jetzt hier auf den Cop der Begierde mit warte, werden wir natürlich dann dementsprechend auch hier schon mal gleich mal mit anfangen, auf die Strategien der Cops mit einzugehen. Also bei 1 Stern ist es jetzt so, dass alltägliche halt, dann wirst du quasi von einem Cop mit einem Zollstock, sage ich schon, hier mit so einem Prügelstock, da komme ich jetzt bitte auf Zollstock, lolz, wirst du natürlich dann dementsprechend hiermit genervt und das war's eigentlich. Bei 2 Sternen, da kommen die sind natürlich ja dann schon des Öfteren hier, oder eher gesagt eigentlich nur mit ihren Polizeiautos hier an und versuchen dich halt eben hier von der Straße mitzuzerren oder beziehungsweise von der Straße mit zu drängen mit allen dran und drum. Und bei 3 Sternen wiederum wird es natürlich dann schon sehr interessant.
Denn auch in GTA 3 ist es hier so, bei 3 Sternen kommt natürlich halt eben dann hier ein Polizeihelikopter mit an, wenn man von Teufel mitspricht. Und dieser Polizeihelikopter hat natürlich ja noch ein paar Besonderheiten. Zum einen, nicht nur, dass er hier rumfliegt, beschießt er dich quasi auch hier permanent. Und dafür haben wir natürlich hier unser Wundermittel, nämlich die Gatling-Kanone, die natürlich dann dementsprechend hier den Job mit erfüllt. Aber das ist ja quasi nur die halbe Miete. Wow, lolz. Denn dieser Helikopter sorgt natürlich dann in diesem Fall auch dafür, dass er dann dementsprechend auch dich noch mit beschießt. Dann lässt er natürlich noch hier Truppen noch mit abseilen. Und das ist natürlich dann richtig nervig. Darüber hinaus, ab 3 Sternen kriegen wir natürlich ja dann noch Stress mit Zivilbeamten, die natürlich dann auch hier mit einem Cheater hier dann ständig durch die Gegend fahren. Und dem wiederum wollen wir natürlich mit entgegenwirken. Natürlich müssen wir erstmal hier noch ein bisschen provokativ noch mit sein, damit wir erstmal 5 Sterne mitkommen. So, bei 4 Sternen wiederum ist natürlich dann das SWAT-Team mit am Start, die natürlich dann mit ihren Enforcer damit um die Ecke kommen, um dich natürlich dann eben dann ja noch effektiver mit zu bekämpfen. Also zumindest ist es dessen Art. Was denen aber dann häufig dann na, auch nicht mit gelingt. Ach ja, stimmt, das habe ich noch mit vergessen. Ab 3 Sternen fangen ja dann die Cops ja an, auch Nagelbretter mit auszulegen, um dich quasi daran zu hindern, ja, effektiver weiter fortzufahren. Aber das kann es natürlich ja mal so gesehen gestohlen bleiben. Wichtig ist halt eben nur darauf mit zu achten, dass wir halt eben das Ganze ja wunderbar mit vermeiden. Und bei 5 Sternen haben wir dann dementsprechend auch das FBI mit am Start. Diese kommen natürlich ja dann immer in so einen großen FBI-Ranger mit an. Und das war eine tolle Investition, was ich gemacht habe. Kommen natürlich dann dementsprechend auch zu 4 ja gleich mit so einem FBI-Ranger mit an. Und natürlich ja dann dementsprechend auch mit MPs. Um dir natürlich ja dann ordentliche Stress mit zu bereiten. Und bei 6 Sternen wiederum haben wir natürlich dann das Militär hier am Start. Und das Militär wiederum kommt dann eben dann mit den Reno-Panzern, beziehungsweise auch mit solchen Lastern. Aber das ist natürlich jetzt weniger von Bedeutung. Was mich halt eben jetzt nur ein bisschen wundert, ist, dass jetzt hier keine Fahrzeuge mit gespawnt sind. Also nicht einmal FBI oder Enforcer. Na gut, machen wir es erstmal ein bisschen anders. Da kommt natürlich erstmal wieder ein Heli. Und in GTA Vice City kommt natürlich nur ein Heli. In GTA 3 kamen halt eben dann auch 2 Helis bei 5 Sternen. Beziehungsweise auch bei 6 Sternen. Aber ist natürlich jetzt nebensächlich. So, 6 Sterne haben wir somit am Start. Unser eigentliches Fahrzeug ist natürlich noch dort mit. Das passt. Und, ja gut, somit passt es dann eben auch. Oh, diese Kanone ist ja imbar. Und da kommt ja das Fahrzeug der Begierde. Da kommt das Fahrzeug der Begierde. Gut, die Leute steigen auch jetzt mit aus, das passt. Somit können wir diese wunderbar mit ausschalten. Und ich fange auch am besten an, dass wir noch das Fahrzeug noch gleich mit zerstören, weil weit weg ist es weg. Und alles, was wir jetzt nur noch machen brauchen, ist in dieses Fahrzeug mit einzusteigen. Painted Spray. Einfach mal unsere Sterne instant loswerden. Und ja, das ist natürlich ja quasi so der Momentum, wenn ja dann ein gegnerisches Fahrzeug in einen Panzer mit reingefahren ist. Sieht man natürlich hier. Und jetzt warten wir einfach nur drauf ab, bis unsere 6 Sterne hier instant mit weg sind. Und dann fahren wir unser Panzer dann einfach mal in die Garage. Also warum will ich dann eigentlich auch hier unbedingt einen Panzer mitnehmen? Relativ einfach mit begründet, weil damit kann man ja dann die Bürgerwehrmissionen mitmachen. Also so gesehen, die Bürgerwehrmission, wow, wenn ich jetzt den Zivilisten hier mit angefahren hätte, hätte ich den Stern bekommen und man hätte mich jetzt instant aus dem Fahrzeug mit rausgezogen. Das wäre ziemlich peinlich gewesen. Also peinlich in dem Sinne, lustig und was dann ein ziemlicher Fail ist, mit dem du dann nicht mitgerechnet hättest. Also die Bürgerwehrmission, die mir natürlich hier noch im Rahmen der zivilen Mission noch mit fehlen, besagt natürlich, dass wir halt eben dann hier Kriminelle mit ausschalten müssen. Also so das Übliche halt. Man kann es ja sonst so mit einem regulären Polizeifahrzeug mitmachen oder mit einem Enforcer oder auch
mit einem Zivilstreifenfahrzeug, also quasi mit einem Cheetah oder auch mit einem FBI-Fahrzeug oder halt eben auch hier mit dem Panzer mitmachen. Wobei natürlich letzteres hier in der Form für uns mit bequem ist. Wir müssen ja nur die Leute damit anschießen und dann sind die quasi mit weg. Und das Ding ist, von Stufe zu Stufe sind es natürlich dann mehr Fahrzeuge mit am Start. Was allerdings aber hier ein bisschen, sagen wir mal, verbuggt ist, ist quasi so mit dargestellt, dass wir dann dementsprechend die kriminellen Zivilisten hier auf gut Deutsch gesagt, dann einfach nur linear mitfahren. Also somit kannst du ja wunderbar mit ausschalten. Es gibt natürlich ja noch einen weiteren Weg, wie wir dann hier noch eine Bürgerwehrmission mitmachen können. Und zwar wäre das mit einem Hunter, sprich mit dem Kampfhubschrauber. Diesen Kampfhubschrauber allerdings, den kann man sich dann eben dann zum Beispiel sich holen, wenn man... Achso, da habe ich keine Möglichkeit mehr. Moment, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Achso, deswegen. Haha. Ich hatte noch ein paar Fahrzeuge mit drinstehen. Das machen wir gleich. Was wollte ich damit jetzt eigentlich sagen? Ach ja. Den Hunter wiederum, den kriegst du dann entweder, sobald du das Spiel zu 100% abgeschlossen hast. Nur genau dann ist es möglich, dass du den Hunter mitbekommst. Oder dass du halt eben ja, zur Militärbasis mitmachst und quasi mit dir zusehen darfst, wie du quasi von sehr vielen Militärleuten mit M4-Salben dann quasi ja mit zerlegt wirst. Genauso diesen Panzer hier, den kann man sich ja auch in der Militärbasis nicht mitholen. Beziehungsweise man kann sich den ja auch quasi mit den Cheats sich holen, aber das macht natürlich ja keiner. Achso, jetzt habe ich schon die Mission getriggert. Moment, nein. So, Bürgerwehrmission abgebrochen. Das findet natürlich dann im nächsten Part mit statt. Ich denke mal, den Admiral, den stellen wir auch mal wieder mit rein. Es gibt sogar auch hier noch eine Möglichkeit, wie man sogar mehr als zwei Fahrzeuge in dieser Garage mit reinstellen kann. Aber hier wird es jetzt safe nicht mit gelingen, weil so viel Platz ist ja nicht mehr. Also, normalerweise, wenn wir halt jetzt hier die Garage jetzt mit zu haben und zwei Fahrzeuge sind ja mit drin, dann wird er quasi mit drin stehen. Du kriegst keine Fahrzeuge mehr mit hinein. Es sei denn, also im besten Fall kann man das ja mit einem Motorrad mit probieren. Man stellt das Motorrad hier unmittelbar mit hin, steigt natürlich ab, das Tor geht auf, du steigst natürlich instant wieder auf und fährst natürlich dann mit hinein und dann hast du quasi drei Fahrzeuge hier mit drin. Oder eben auch vier, wenn du es gerne mit möchtest. Nun gut, das war natürlich jetzt erstmal dieser kurze Part, wie man halt eben in solch einer Form gerne an so einem Panzer mit rankommt. Liken, hypen, Daumen nach oben nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal, wenn es dann abgeht zu den Bürgerwehrmissionen. Haut rein!